So, diesmal haben wir hier einen Drachenangriff und zwar mit der üblichen Kombination Drache, Blitz mit Erdbeben, also eigenes Erdbeben. Es geht auch ein 1er Level Erdbeben, Wut und Eilzauber mit Ballon in der Clanburg. So, wir machen jetzt Folgendes: Eine Luftabwehr erledigen wir mit Blitz. Eine Luftabwehr gehen wir mit Drachen an und eine Luftabwehr mit Ballonen. Und am besten ist es, wenn man sich überlegt, welche Luftabwehr geht man am besten mit Ballonen an. Und zwar, da muss man jetzt den Fallen. Ich habe, boom, dann die Seite da vorgeschlagen für die Ballone, aus dem einfachen Grund, ich komme hier mit einem Hop, zwei Hops. Und dann ist das nächste Gebäude die Luftabwehr. Das heißt, ich habe zwei Hops dazwischen. Wenn man das richtig macht, geht sich das auf jeden Fall aus. Und hier, zwar fliegen die Ballone einmal hinein, dann werden sie da beschleunigt, schwupp, noch einmal beschleunigt und dann noch einmal hier beschleunigt. So, warum funktioniert bei allen anderen zwei genauso? Die Luftabwehr habe ich deswegen vorgeschlagen, weil die am wenigsten vom Luftschleier gedeckt wird. Dann ist die nächste Frage, das ist Ballone. Nächste Frage, welche blitzen wir und welche gehen wir mit Drachen an? Ich habe dann vorgeschlagen, die hier zu blitzen und die mit Drachen anzugehen. Und zwar hier. Und eher ein bisschen da rechts hier anzusetzen, damit die Drachen auch den Luftfeger erledigen, damit die Ballone dann freie Bahn auf den Feger haben, weil der Feger deckt da so ein bisschen hinein. Damit die Drachen beim Aufräumen auch nicht ganz verblasen werden. So, schauen wir uns das Ganze an. Zwei Blitze, ein Beben, erledigt. So, wichtig, wenn es geht, gleich Bauhütten mitnehmen. Den Drachen hier, den hätte er, glaube ich, eher ein bisschen weiter drüben setzen können. Aber sonst voll okay. Im Plan habe ich ihm so eingezeichnet, nachträglich hätte ich ein bisschen mehr Drachen auf der Seite gesetzt. Muss ich sagen. Weil man sieht, hier drüben, Wut ist perfekt. Nimmt vier Drachen direkt vor den dicken, fetten Speichern. Es wird nur da ein bisschen knapp mit der Luftabwehr, aber solange die Drachen in der Wut sind, geht sich das noch schön aus. Aber allzu viel Reserve war dann nicht mehr da, das war knappe Sache. Das war wirklich extrem knappe Sache. Okay, okay, 3 Sekunden war zu spät und jetzt kommt der Eilzauber. Und der Eilzauber, den setzt man immer so, dass er die. Man ist jetzt ein blödes Beispiel, aber wenn die letzte Verteidigung vor der Luftabwehr gerade noch bedeckt, ist in dem Fall gut gemacht. Bumm, bumm, sie haben noch einen Eileffekt, werden raus beschleunigt, bumm. Luftabwehr platt. Die Drachen räumen auf und Basis ist platt. So, gut.